So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Magna Conflictio hier auf www.magnaconflictio.de und hier live aus Stuttgart, Bad Cannstatt. Schön, dass so viele noch geblieben sind. Ich hoffe, Sie haben sich gut gestärkt, haben ein bisschen sich unterhalten können. Und wir wollen jetzt gemeinsam den zweiten Teil des Abends haben. Nicht über 7 Hügel, sondern über 3 Täler. Und nicht über die Finsternis, sondern über das Lux. Weiß jemand, was Lux lucet in Tenebris heißt? Das Licht leuchtet in der Finsternis. Was damit auf sich hat, werden wir gleich sehen. Ich möchte zu Beginn noch einmal ein kurzes Anfangsgebet sprechen, auch für diesen Vortrag, und dann legen wir sofort los. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns durch deinen Heiligen Geist führst und leitest. Wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt bei uns bist, dass du uns Konzentration schenkst, dass wir das Wesentliche erfassen können, um zu sehen, wie du uns in diesem großen Konflikt, den es durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende gegeben hat, sicher führen kannst, damit wir vorbereitet sind auf die letzte Auseinandersetzung. Hab Dank, dass du bei uns bist und dass du zu uns sprichst. Und wir beten das alles im Namen Jesu. Amen. Ja. 3 Täler Lux lucet in Tenebris. Wir haben gerade gesprochen viel über die Finsternis. Erst über die 7 Hügel der Antike und dann über die 7 Hügel des Mittelalters. Und vielleicht ist der eine oder andere depressiv geworden und hat gesagt, meine Güte, ein geballter Vortrag nur mit Irrlehren, nur mit Schlechtigkeiten, mit Abfall und so weiter. Wo ist denn da das Gute? Hier kommt die gute Nachricht. Die nächsten schätzungsweise 10 Vorträge oder so werden sich jetzt mit dem Guten beschäftigen. Amen. Aber das Licht sieht man manchmal erst wirklich deutlich, wenn man auch die Finsternis klar definiert hat, von der sich dann das Licht abhebt. Denn die Wahrheit ist zu allen Zeiten, auch im finstersten Mittelalter, gab es Licht. Es gab zu allen Zeiten Menschen, die das Licht der Wahrheit aufrechterhalten haben. Von den meisten wissen wir heute so gut wie nichts mehr. Die wenigen Menschen und die wenigen Gruppen, die wir in den nächsten Tagen und Wochen vorstellen wollen und wo wir zeigen werden, wie es sich so entwickelt hat in diesem Kampf, das sind nur einige wenige Beispiele, die wir halt kennen. Woran liegt das? Die Wahrheit ist, dass die allermeisten Menschen, die zu jener Zeit in der Finsternis des Mittelalters die Wahrheit aufrechterhalten haben, dass sie verfolgt worden sind, sie getötet worden sind, aber dass auch die meisten Dokumente von ihnen oder über sie vernichtet worden sind. Und das ist ja auch ein Teil der Kriegsführung. Nicht nur den Feind besiegen, sondern zu jeder guten Kriegsführung gehört auch der Informationskrieg. Es ist wichtig zu wissen, was der andere, oder es ist wichtig, darauf Acht zu geben, was der andere nicht wissen darf. Und so wissen wir das Allermeiste, wenn überhaupt, von diesen Verfechtern der Wahrheit aus den Inquisitionsprotokollen, wo sie kurz erwähnt werden. Und ich weiß nicht, ob Sie sich eine Vorstellung machen können, was ein Inquisitionsprotokoll ist. Inquisitionsprotokoll heißt, da wurden Leute auf die Streckbank gelegt, dann wurden ihnen Dinge vorgeworfen und dann sollten sie dazu Stellung nehmen. Das sind ungefähr nicht die besten Methoden, um wirklich ein akkurates Bild zu bekommen, was da wirklich vor sich gegangen ist. Inquisitionsprotokolle, das sind die, die geschrieben worden sind von denen, die gewonnen haben. Und der Sieger schreibt immer was anderes als das, vielleicht was wirklich gewesen ist. Deswegen kann man auch diese wenigen Dokumente, die es gibt, nicht immer so vorurteilsfrei betrachten. Wir wollen uns heute die Mühe machen, heute Abend schon beginnend, einige dieser Personen und Gruppen zu betrachten und ein bisschen in einem objektiven Licht zu sehen, was sie wirklich getan haben. Dazu wollen wir zuerst einmal gehen an diesen Ort. Kann mir jemand sagen, wo das sich hier befindet? Italien? Das ist nicht Italien. Ist ein bisschen verwirrend, weil die Namen Latein sind, nicht wahr? Das habe ich nicht gemacht. Nicht, dass Sie denken, in diesem Vortrag ist alles Latein. Sondern tatsächlich, ob Sie es glauben oder nicht, Großbritannien war mal Latein, war mal römisch, war mal römische Provinz. Da hieß London Londinium und so weiter und so fort. Und schon in jener Zeit, also im 1., 2., 3. Jahrhundert, als die Römer dort noch in Großbritannien regierten, sind damals schon Christen im Laufe der Christianisierung, im Laufe der christlichen Mission bis in jene Winkel vorgedrungen. Nicht nur im Festland Europa und in Afrika, Asien hat sich das Christentum verbreitet, sondern bis in diese Gegenden hier in
Britannien. Und wie in allen anderen Gegenden war es auch hier so, dass die römischen Kaiser die Christen, die es gab, verfolgen ließen. Und was dann passiert ist, ist, dass die römischen Christen, die hier in Britannien gelebt haben, geflohen sind. Jetzt, wenn man hier im Süden Britanniens, so im heutigen England lebt, wohin flieht man wohl am besten? Kann man nach Süden fliehen? Nee, ist das Meer, nicht wahr? Osten, Westen, wohin kann man fliehen? Nach Norden. Und zwar nach Schottland. Da gab es irgendwo hier oben den Hadrianswall, vielleicht haben Sie davon gehört, das war die Grenze Roms. Dahinter gab es nur noch die wilden Pikten und Skoten, diese barbarischen Stämme, nicht wahr? Dorthin sind die Christen geflohen. Hier haben wir eines der ältesten Zeugnisse der frühen christlichen Missionierung in Schottland zum Beispiel. Und hier eines der ganz alten christlichen Kreuze in Irland. Schon in römischer Zeit sind Christen bis an die Grenzen Europas vorgedrungen und haben in jenen Gegenden Zentren aufgebaut. Aber dann ist etwas passiert zur Zeit der Völkerwanderung. Und das war das hier. Weiß jemand, wer das sind? Das waren die Sachsen. Die Sachsen kamen, mit ihnen die Angeln. Und deswegen nennt man sie auch die Angelsachsen. Genau. Die Angelsachsen sind eigentlich andere als die Briten. Die Briten waren die Ureinwohner. Dann waren die Römer da und dann kamen die Angelsachsen. Und mit den Angelsachsen, das waren Germanen, ja, brach sozusagen, wie es die Geschichtsschreiber sagen, das dunkle Zeitalter. Für 400 Jahre weiß man fast nichts aus dieser Zeit. Und die Angelsachsen waren Heiden, waren buchstäbliche, finstere Heiden, die vom Christentum nichts wissen wollten. Und die auch keine Freude daran hatten, dass ihre Sklaven, die sie jetzt erobert hatten, sie missionierten. Und so gab es ziemliche Probleme mit den Angelsachsen, dort gerade in jener Gegend. Und die Christen, die noch übrig geblieben waren in jener Gegend, mussten ebenfalls nach Norden und hier nach Irland fliehen. Und haben dort dann von dort aus den äußersten Ecken Europas Zentren gegründet, von denen sie aus versucht haben, dann die Angeln und die Sachsen zu missionieren. Eines der berühmtesten ist hier vielleicht noch eine Gebirgsgegend. Viele von ihnen sind in die Gebirge geflohen und haben dort sich verstecken müssen. Eine der berühmtesten Zentren ist diese Insel hier. Die Gebäude sind alle viel später aus dem Mittelalter, haben nichts damit zu tun. Aber auf dieser Insel, vielleicht an diesem Ort, stand ein Trainingszentrum. Weiß jemand, wie diese Insel heißt? Das ist die Insel Iona. Iona war eines der frühchristlichen Missionszentren, nicht nur für ganz Britannien, sondern von dort aus gingen christliche Missionare, die nicht mit der römischen Abspaltung zu tun haben wollten, hinaus bis nach Deutschland, die Schweiz, Italien. Und nach anderen Orten. Da liegt Iona, dieser kleine Fleck hier. Ich hatte das Vorrecht, 2010 dort zu sein. Man fährt also ewig viele Stunden hier durch Schottland hindurch. Dann kommt man hier nach Auburn. Dann nimmt man eine Fähre, fährt auf diese Insel, fährt nochmal eine ganze Zeit hier rüber. Dann nimmt man noch eine Fähre. Und hier, man fühlt sich, als ob das Ende der Welt ist. Ist nicht das Ende der Welt, nicht wahr? Aber abgelegen wie sonst was. Sicher vor der Verfolgung war dort ein Missionszentrum. An diesem Ort haben Missionare 18 Jahre lang studiert, bevor sie hinausgegangen sind. Die Zeiten waren damals finster und man musste eine gründliche Ausbildung haben. Einer von ihnen, der Gründer oder der führenden Leute dort, war Columban. Ich weiß nicht, ob wir den Namen gehört haben. Einer der bedeutendsten Missionare jener Zeit, der viel dafür getan hat, etliche Angeln und etliche Sachsen zu gewinnen. Wie gesagt, ich bin da 2010 gewesen, ein sehr schöner Ort. Ich habe mir die Mühe gemacht, dort auf diesen Hügel drauf zu klettern. Habe dort gesessen und wenn man da so sitzt, auf diesem grünen Hügel, um sich herum so ein paar Schafe blöken und der Wind von der irischen See einem um die Ohren bläst, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, was es gewesen ist damals, als diese treuen Christen dort mit ihrer Bibel in der Hand versucht haben, das Licht in der Finsternis scheinen zu lassen. War sehr, sehr bewegend. Wir haben sogar ein paar Delfine gesehen auf dem Weg. Aber das nur nebenbei. Dann im 6. Jahrhundert ist Folgendes passiert. Rom, wo mittlerweile diese römische Abspaltung viel Macht gewonnen hat, 6. Jahrhundert, das ist schon ungefähr seit 2 Jahrhunderten der römische Gemeindeleiter Papst genannt,
hat davon gehört, dass es dort in Großbritannien einen großen Bedarf gibt, Missionare hinzusenden. Denn da sind die Angeln und Sachsen und die sind bisher noch nicht christianisiert. Und so hat man diesen guten Menschen hier, sein Name ist Augustinus von Canterbury, so heißt er dann später, dorthin gesandt, um die Angeln und Sachsen jetzt zum römischen Glauben zu missionieren. Er ist dort angekommen, hier in Canterbury. Deswegen ist diese Stadt so bekannt in der Kirchengeschichte, weil das der erste Ort war, wo er gewesen ist. Und als er da sein Werk begonnen hat, indem er die römische Kirche vorgestellt hat und entsprechend die Angeln und Sachsen eingeladen hat, ein bisschen was von ihrem Heidentum aufzugeben, um gemeinsame Sache zu machen, da ist er auch auf diese anderen Christen gestoßen, die immer noch ein ziemlich unverfälschtes biblisches Christentum gepredigt haben, kommend von Iona, von Schottland, von Irland. Und da ist etwas Interessantes passiert. Er hat sie getroffen und gesagt, ist ja wunderbar, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid. Helft mir. Wir wollen die Angeln und Sachsen für die christliche Kirche in Rom gewinnen. Macht ihr mit? Und die Christen dort aus Schottland und Irland, man nennt sie auch die iroschottische Kirche, haben gesagt, also wir respektieren den Gemeindeleiter von Rom, genauso wie wir den Gemeindeleiter von Ephesus und von Londinium und von sonst wo respektieren. Aber ihn jetzt als eine Oberherrscher über die ganze Welt zu sehen, das können wir nicht. Also das steht ja auch in der Bibel nicht. Wie sollten wir das tun, nicht wahr? Und was passiert ist dann, dass dieser Augustinus von Canterbury ihnen Folgendes gesagt hat. Wenn ihr die Brüder nicht aufnehmt, die euch Frieden bringen, so sollt ihr Feinde bekommen, die euch den Krieg bringen. Wenn ihr euch nicht mit uns vereint, um den Angelsachsen den Weg des Lebens zu bringen, so sollt ihr von ihrer Hand den Todesstreich empfangen. Das waren keine leeren Worte. Die Iroschotten haben gesagt, also wir können nicht unsere biblischen Grundsätze aufgeben. Wir sind so gelehrt worden, die Bibel sagt das. Dieser katholische Missionar hat sein Wort ernst gemacht. Die Angelsachsen wurden gegen die iroschottischen Christen aufgestachelt. Und es hat noch ein paar Jahrhunderte gedauert. Und irgendwann war die iroschottische Kirche ganz ausgelöscht. Es gibt von ihr eigentlich quasi heute keine Reste mehr. Sie ist dann im Laufe des späten Früh- und Hochmittelalters dann einfach ausgelöscht worden. Das war eines der vielleicht größten missionarischen Zentren der Urchristenheit, die lange noch überlebt haben, während auf Kontinentaleuropa die Finsternis sich ausgebreitet hat. Es gab auch andere Orte, an denen das Christentum von Rom, von den sieben Hügeln, rein einigermaßen unbefleckt geblieben ist. Das hier zum Beispiel ist eine Kirche in Armenien. Armenien lag außerhalb des römischen Sektors, des römischen Einzugsbereiches. Und es gab dort im Osten, in Syrien, ja sogar bis man nach Afghanistan geht, einige sagen sogar bis nach China. Es gibt in China Dokumente, die deutlich machen, dass um 800/781 in Chang'an, in der Kaiserstadt, Christen existiert haben, die dort ein biblisches Evangelium gepredigt haben. Genauso auch in Afrika. Hier zum Beispiel ein Beispiel für eine äthiopische Kirche. Diese Kirchen und diese Gemeinden, die dort außerhalb Roms existierten, haben in wesentlichen Punkten den biblischen Glauben aufrechterhalten. Es gibt an manchen Stellen schon Vermischungen auch mit heidnischen Ideen, die sie drumherum gehabt haben. Wir würden nicht sagen, dass in allen Punkten sie immer vollkommen mit der Bibel übereinstimmen, aber sie waren weitaus näher an der Wahrheit als das, was in Kontinentaleuropa gepredigt worden ist. So gab es also zu allen Jahrhunderten auf allen Kontinenten Zeugen für die Wahrheit, aber die stärksten und die eindrucksvollsten, die waren nicht in der Peripherie von Rom. Nicht irgendwo am Rande des Ozeans oder außerhalb der römischen Grenzen. Die stärksten Zeugen für die Wahrheit, die waren mitten in Italien. Lux lucet in tenebras. Mitten in Europa, mitten in Italien, nicht viele Kilometer entfernt vom Sitz Rom. Hier in einer Gegend, die man Piemont nennt. Ja, das Rom und das Piemont. Nicht wahr? Da ist die Schweiz, da ist Österreich, da ist Deutschland, Frankreich. Mitten im Zentrum, wo also die Handelswege gehen von Rom zu den großen Nationen Europas. Da gab es diese Gegend Piemont. Weiß jemand, was Piemont übersetzt heißt? Nicht an die Piemont-Kirche denken?
Piemont heißt übersetzt am Fuße der Berge. Das liegt daran, dass diese Provinz eben tatsächlich am Fuße der Berge liegt. Weiß jemand, was das für Berge sind? Das ist nicht so schwer. Das sind die Alpen, das ist der Westalpenbogen, der hier entlang geht. Und diese gesamte Gegend hier nennt man Piemont. Und da gibt es dann auch Städte wie Turin und das war damals auch eine größere Provinz. Das ist jetzt natürlich der moderne Staat, Bundesstaat, aber es ging damals bis Mailand hier. Und interessanterweise, zu dem Zeitpunkt, als die römische Gemeinde diese neue Sekte sozusagen begann, wenn ich es mal so nennen darf, diese neue Abspaltung, und viele andere Gemeinden in ganz Europa sich dem angeschlossen haben, waren es die Gemeinden hier in Piemont, die sich aktiv widersetzt hatten. Ich weiß nicht, ob Sie das gewusst haben. Norditalien war für Jahrhunderte ein Aktivposten gegen Rom. Der Bischof von Mailand, der Gemeindeleiter von Mailand, galt Jahrhunderte entlang als einer der größten Gegner des Papsttums. Aber mit der Zeit, als rund um sie herum einer nach dem anderen einknickte, wurde es auch schwer für sie, dort in Norditalien das Licht aufrechtzuerhalten. Und nachdem sie lange gekämpft hatten, kamen die Führer jener Gemeinde zu dem Schluss, dass, naja, vielleicht ist es besser, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, dass wir einfach jetzt klug sind, dass wir weise sind, dass wir das Beste suchen für uns und dass wir auch vielleicht einen Schritt zugehen auf den Bischof von Rom und vielleicht uns mit ihnen vereinigen. Ich war schweren Herzens, aber vielleicht ist es das Beste. Was meinen Sie, was ist wohl passiert? Diese Kirche hat sich wiederum gespalten. Wiederum gab es einige von denen, die gesagt haben, ja, das ist wohl das Beste. Wenn die ganze Welt dem nachfolgt, vielleicht gelten wir einfach nur als Rebellen. Wir wollen ja nicht rebellisch sein, nicht wahr? Wir wollen ja, vielleicht sind wir ein bisschen zu extrem, nicht wahr? Wir gehen den Weg mit dem Papsttum gemeinsam. Aber es gab einige, die gesagt haben, das können wir nicht. Es gab einige wenige, die gesagt haben, wir haben doch unsere Bibeln. Wir haben doch die Wahrheit. Warum sollen wir etwas folgen, was nicht der Bibel entspricht? Es waren auch nur wenige. Wissen Sie, ganz nebenbei gesagt, zu allen Zeitaltern, in allen Kulturen waren es meistens nur wenige. Und diese wenigen, als sie dort in der Ebene, das ist die Po-Ebene, nicht wahr? Das ist ziemlich flach alles. Das ist ja am Fuße der Berge. Als sie Ausschau gehalten haben, wo sollen wir denn hin? Also da ist genauso gefährlich wie da und da ist auch gefährlich. Wo gab es nur einen Ausweg? Der Blick richtete sich nach Westen. Das ist der Mont Viso, der höchste Berg, 3800 Meter hoch. Und das sind hier die sogenannten Kottischen Alpen. Das ist ungefähr hier genau diese Gegend. Die Kottischen Alpen. Und lassen Sie hin. Das war jetzt ihr Zuhause. Man nannte sie, bevor ich Ihnen das erzähle, wissen Sie, wie man diese Täler auf Italienisch nennt? Man nennt sie Val. Man spricht vom Val Chisone oder vom Val Germanasca oder vom Val Pellice, verzeihen. Es gibt Italiener unter uns, ich muss mich korrigieren. Und diese Bewohner der Val wurden schon bald Valdenser genannt. Da kommt der Name, Valdenser. Im Französischen war es die Vaudois, die Valdenser. Hier haben wir so eine Vogelperspektive und es sind im Wesentlichen drei Täler, die zum Zentrum ihrer Kirche wohnen. Zu ihren besten Zeiten waren sie weitaus verstreuter, es gab mehr Täler, aber in größter Not haben sie sich auf diese drei Täler konzentriert. Das eine ist hier, das Val Pellice, ich habe jetzt richtig gesagt. Das ist das berühmteste. Sehr lang, sehr weit gezogen. Hier ist der Weg rüber zur heutigen Grenze nach Frankreich. Hier sind einige der berühmtesten Seitentäler, zum Beispiel das Val Angrogna mit der großen Festung Pradeltorno. Eine natürliche Festung von Bergketten, die man gar nicht so richtig einnehmen kann. Oder hier auch das Tal Rora oder das Tal der Unbesiegbaren hier. Ganz, ganz spannende Gegend. Und dann gab es das Val Chisone, das hier entlang ging, und dann das Val Germanasca mit all den Seitentälern. Sehr verzweigt und sehr interessant. Das waren die drei Täler. Und für circa 1000 Jahre war Gottes Wort in einer organisierten Form im Wesentlichen nur hier zu finden. Stellen Sie das mal vor.
Es gab überall, wie gesagt, einzelne Menschen hier und dort. Aber in einer organisierten Form, als Gemeinde, waren es vor allem diese drei Täler. Val Pellice, Val Gemlanasca und Val Chisone. Sie waren es, die diesen Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert worden war, noch aufrechterhalten haben. Sie waren es, die, wie die Bibel sagt, für diese lange Zeitperiode in die Wüste geflohen sind. Einige von ihnen haben an fast allen Grundsätzen festgehalten, die auch die Bibel lehrt. Einige von ihnen haben sogar den Sabbat gehalten. Das heißt hier zum Beispiel, es wird die Beachtung des Sabbats, indem man von weltlichen Geschäften ablässt, vorgeschrieben. Es gibt viele andere Zitate, die man anführen könnte. Und das war eines der Hauptgründe, warum jene Abspaltung in Rom, die man die römische Kirche nannte, so einen Hass entwickelte auf diese kleine Gruppe von Christen, die mit aller Gewalt und mit aller Politik sich nicht davon abbringen ließ, die Bibel zu lesen und das Gesetz Gottes hochzuhalten. Und deswegen mussten sie fliehen in die Wildnis. Eine sehr schöne Wildnis, aber trotzdem eine, die einem wirklich das Äußerste abverlangt. Also dort eine Woche Urlaub zu machen, ist der Traum, aber dort zu leben, ist, glaube ich, eine andere Sache. Über Jahrtausende hatten sie die Bibel in ihrer eigenen Sprache. Kein anderes Volk zu jener Zeit hatte die Bibel in dieser Form, in eigener Sprache. Und ihre Sprache ist eine sehr interessante Sprache. Die meisten von ihnen, die dort ausgebildet wurden, kannten Hebräisch und Griechisch und konnten die Bibel in den Ursprachen lesen und deswegen immer wieder neu übersetzen. Ich weiß nicht, wer von uns Hebräisch und Griechisch gelernt hat. Wir denken immer beim Mittelalter nur an diese ganzen intellektuellen Abfälle, nicht wahr? Aber da gab es Leute, die waren brillanter als wir alle zusammen. Das muss man sagen. Sie hatten natürlich Feinde. Das muss ich wahrscheinlich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr erwähnen. Denn unsere Serie heißt ja Magna Conflictio. Konkret bedeutet das, dass das Haus Savoyen, das hier in Turin angesiedelt war, große Teile dieser Gegend beherrschte und natürlich das Instrument der römischen Kirche war, um sie zu verfolgen. 1000 Jahre lang waren sie in dieser Gegend. Und wenn man sich allein dort in diese Gegend begibt und dort einfach mal sich die Natur auf sich wirken lässt, dann ist man beeindruckt. Es scheint fast so zu sein, als hätte Gott eine Gegend geschaffen für seine Gemeinde. Wenn sie dort mal hinfahren und diese ewigen Berge um sich herum sehen, die wie eine Schutzmauer, diese Hochtäler, hier das ist Concha del Pra, das ist hier die Grenze über zu Frankreich. Wenn man da hochgeht, kommt man auf der Seite in Frankreich runter. Ganz am Ende der Täler gelegen. Fast unannehmbar. Es gibt einige Historiker, die sagen, dass dieser Weg hier der Weg gewesen ist, den die ersten Apostel und Missionare gegangen sind, um nach Frankreich zu kommen. Das ist der einfachste Weg nach Frankreich, wenn man von Italien ausgeht. Es könnte sein, dass dieser Weg hier der Weg ist, den die ersten Christen gegangen sind. Wirklich ganz, ganz erstaunliche Gegend. Und man kann sich vorstellen, dass diese Menschen, die dort über Jahrhunderte gelebt haben, allein schon in der Natur Nachweise gesehen haben, dass Gottes Gesetz ewig ist, nicht wahr? Wenn man das sieht, ist man irgendwie beeindruckt von der Macht, die Gott hat, von der Festigkeit und von der Standhaftigkeit. Und diese Berge waren ein Symbol für das Gesetz Gottes, das unveränderlich ist. Und es war eine Gegend, wo man Gott begegnen konnte, bin mir ganz sicher. Wo man schon in der Natur gesehen hat, dass Gott bei ihnen ist. Sie haben dort meistens im freien Gottesdienst gefeiert, so wird uns berichtet. Es gab immer einen, der geschaut hat, nicht wahr? Ob nicht wieder eine Armee kommt. Dort oben auf den Talmulden, weit über den Tälern, da waren sie meistens in Sicherheit. Hier haben wir ein völlig verlassenes Valdensertal, Dorf im Chisonetal. Das ist das Dorf Puy. Ist heute völlig verlassen. Wohnt kein Mensch mehr drin. Man muss aufpassen, wenn man hindurchgeht, wegen der Dachziegel. Da ist so ein Weg markiert, dass man auf dem sicheren Weg bleibt. Ansonsten wird man erschlagen von herabfallenden Dachziegeln. Und sehr interessant. Also auf, wenn ich mich recht entsinne, 1700 Meter Höhe haben da gelebt. Haben da hier ein bisschen ihr Gemüse angebaut. Und die Böden da oben sind nicht besonders fruchtbar, nicht wahr? Das ist ein raues Leben gewesen.
Und im Hochsommer ist das ganz schön. Jetzt, ich bin da noch nicht im November gewesen oder im Januar. Aber schon im Hochsommer war der Weg dort hoch ein kleines Abenteuer. Ich war an manchen Gegenden, an manchen Stellen. Da sind wir durchgewandert. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie einfach und doch abgeschieden diese Menschen gelebt haben. Und wenn man da durchgeht, dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, naja, wäre ich auch hier gewesen, hätte ich auch alles aufgegeben. Die schöne Universität in Turin, meinen guten Job in Mailand, meine wohlgehende Kirschenfarm dort irgendwo. Um dort in den Bergen zu leben? Es gab Zeiten, da durften diese Waldenser nicht unterhalb von 600 Metern leben. Wie Bergziegen mussten sie dort ihr Dasein fristen. Hätten sie das gemacht? Nur wegen der Bibel? Sehr interessant, dort zu sein. Das hier ist die sogenannte Barbenschule. Barben, das waren keine Friseure, sondern Barben ist das Wort auf Waldensisch für Onkel. Und Onkel, das waren die Prediger. Denn wenn ein Prediger kam, haben ihn alle als Onkel bezeichnet. Onkel so und so könntest du eine Predigt halten. Und das waren die Barben. Und da gab es diese Barbenschule. Und an dieser Schule, in diesem Gebäude, sind vor ungefähr 1000 Jahre lang Barben, Onkel, ausgebildet worden im Studium der Schrift, im Übersetzen der Bibel, im Predigen. Und da sind wir natürlich auch gewesen. Sehr, sehr beeindruckend. Und wissen Sie, was das hier ist? Raten Sie, was das ist. Was sehen Sie? Sie sehen hier eine Kirche. Das ist eine Kirche, das ist Gesa Latana. Das ist die sogenannte Höhlenkirche. Es ist schon nah genug fotografiert, das ist der Eingang. Stellen Sie vor, Sie gehen zur Kirche und Sie kommen nicht zu einem großen Gebäude, nicht wahr, wo vorne einer grüßt und sagt herzlich willkommen. Sie gehen zur Kirche und müssen sich bücken. Also der Eingang, der ist ungefähr so hoch. Also eine Person, die dort steht, die steht ungefähr bis hier oder so. Ja? Ich muss ja ehrlich gestehen, als wir da waren, ich habe mich gar nicht reingetraut. Weil als ich da reingefunden habe, es ist kein Licht drin, es ist nur dunkel und es geht bergab. Nicht wahr? Ich dachte, naja, und ich habe zu meiner Frau gesagt, naja, lassen wir uns Fotos machen von hier drinnen, von hier draußen. Sieht ja schön aus, nicht wahr? Wir sind da gewesen. Und sie war hinter mir, nein, geh da rein. Ich sage, nein, ich stoße mir den Kopf, ich sehe gar nicht, wo ich hingehe. Geh da rein. Naja, wer hat wohl gewonnen? Genau, wir sind reingegangen. Und es hat sich gelohnt, denn obwohl da kein Licht zu sehen war, als man um die Ecke geht, als man hineintaucht in das Dunkel und ein paar Schritte geht, sieht man plötzlich von oben so einen ganz kleinen Lichtstrahl, der hineingeht. So als hätte Gott, es ist eine große Halle, so als hätte Gott dort das extra so bereitet, dass man dort sich versammeln kann. Mitten ist es, mitten im Wald, mitten im Tal, kaum eine Straße führt da lang. Man sieht von außen, hat man keine Ahnung, dass sich irgendwas befinden könnte. Man sitzt plötzlich da drinnen und da ist so eine richtige Halle und ich habe es mir nicht nehmen lassen, eine kleine Andacht zu halten für meine Frau und mich. Wir haben es sogar aufgenommen. Wer das haben möchte, kann es mal mich fragen. War sehr bewegend, denn die Geschichtshistoriker sagen uns, dass oftmals in dunklen Höhlen beim Kerzenschein die Bibel Zeile für Zeile abgeschrieben worden ist. Heute gibt es viele Menschen, die fragen, ja, ist die Bibel nicht vielleicht gefälscht worden und Konzil da und der Konstantin das, jenes, aber die Bibel ist nicht über Konzilien und Päpste und Kaiser weitervermittelt worden. Die Bibel ist weitergetragen worden durch Menschen, die ihr Leben damit verbracht haben, in solchen dunklen Höhlen zu sitzen und beim Kerzenschein Wort für Wort abzuschreiben. Es gab Zeiten, da gab es nur sehr wenig Manuskripte von der Bibel. Und die wenigen, die es gab, die wurden da geschrieben und an anderen Höhlenorten. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn Sie mal nicht wissen, wo Sie Ihren Wanderurlaub verbringen sollen, dahin zu fahren. Die Bibel war das Zentrum des waldensischen Glaubens. Die wurde schon immer bekämpft. Aber die Waldenser haben fest an sie geglaubt. Aber die Waldenser waren nicht einfach ein Volk, das sich nur zurückgezogen hat und quasi als Eremiten ihr Dasein gefristet haben. Die Waldenser hatten eine Bürde für die dort draußen. Denn wann immer man das Licht erkennt
Und wenn es nur so ein wenig ist, wenn man sieht, dass man etwas mehr Licht hat, als der da draußen in der Finsternis. Was ist die natürliche Reaktion? Weitergeben. Und so haben sich die Waldenser entschlossen, obwohl sie gerade mal so dort in Sicherheit waren, hinauszugehen in das gefährliche Dunkel Europas. Sie haben Jugendliche ausgebildet, die an die Universitäten gingen, nach Frankreich, nach Italien, an andere Orte, um dort Medizin oder Jura oder sonst etwas zu studieren. Aber nicht, weil die Waldenser unbedingt tolle Juristen werden wollten, sondern nur, weil das die Gelegenheit bot, in ihren Gewändern, die doppelter Natur waren, wo innen drin die Bibel drin war, vielleicht dem einen oder anderen Kommilitonen unter Lebensgefahr bei Vertrauen eine kleine Portion der Bibel weiterzugeben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal ein christliches Buch weitergegeben hat oder ein Traktat. Wir haben ja so schon Angst, nicht wahr, sowas zu tun, vielleicht. Stellen Sie sich vor, das würde Ihr Leben kosten. Ja? Die Waldenser haben sich ausbilden lassen, um genau das zu tun. Jeder Waldenser Prediger, der ein Barbe werden wollte, ein Onkel, nicht wahr? Angenommen, ein junger Mann kommt daher und sagt, ich will auch Barbe werden. Ich möchte hier eine Gemeinde haben in den Waldenser Tälern, möchte vielleicht im Dorf Puy der Gemeindepastor sein. Dann war es eine Pflicht, dass man zuvor 3 Jahre lang in Europa als Wanderprediger unterwegs war. Nur wer 3 Jahre lang unter Todesgefahr das Evangelium gepredigt hat, der durfte zu Hause Pastor sein. Interessante Regelung, oder? Was meinen Sie wohl, was passieren würde, wenn alle Pastoren aller christlichen Kirchen dieser Regel folgen würden und erstmal 3 Jahre lang nach China gehen würden? Oder Saudi-Arabien? Naja, nur so ein Kommentar. Und sie sind weit gedrungen. Hier sehen wir das Verbreitungsgebiet. Hier haben wir ihr originales Gebiet. Und hier sehen wir Gegenden, wo im Mittelalter wir Nachweise, dokumentliche Nachweise finden, dass Waldenser dort gewesen sind. Das sind nicht die Gegenden, wo wahrscheinlich auch welche gewesen sind, aber wo alle Dokumente vernichtet sind. Das sind nur das, was wir noch haben. Okay? Und da sehen Sie in ganz Europa, in Spanien, hier in den Pyrenäen, in verschiedenen Gegenden Italiens, in der Schweiz, Niederlande, Deutschland. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann sehen Sie hier einige interessante Gegenden. Wissen Sie, was das für eine Gegend hier ist? Das ist Böhmen. Wenn Sie gutes geografisches Verständnis haben, das ist Böhmen. Wissen Sie, was das hier ist? Sachsen. Sachsen, Böhmen. Geht bei Ihnen schon Licht auf? Das sind die Orte, an denen später die sogenannte Reformation losgebrochen ist. Nicht wahr? Eisenach, Prag, Luther, Huss und so weiter. Jahrhunderte vorher waren Waldenser dort und haben den Samen ausgestreut. Heute denken wir oft, Reformation, und wir werden ja darüber noch sprechen, am Dienstag, war so, dass Martin Luther irgendwann auf die Idee gekommen ist, irgendwas muss anders sein. Nein, 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 nein. Die Reformation ging lange, lange, lange vorher los. Unsichtbar, unhörbar. Durch Onkels, die durch die Gegend gingen und ab und zu hier und dort ein Stück Bibel verbreitet haben. Es hat lange gedauert, aber der Same ist aufgegangen. Wenn sie gingen, sind sie meistens zu zweit gegangen. Meistens ein erfahrener Missionar und ein junger Auszubildender. Und der Weg, den sie gegangen sind, war ein gefährlicher Weg. Manchmal mussten sie sich teilen. Manchmal ist einer gefangen genommen worden. Es war fürwahr ein steiniger Weg. Aber sie sind ihn gegangen. Wissen Sie warum? Wenn man die Bibel kennt und das Licht selbst erfahren hat, dann möchte man hinausgehen. Dann möchte man das andere auch erfahren. Und das zeigt wiederum, was für eine gewaltige Kraft im Wort Gottes ist. Zu einer Zeit, wo der Rest der Menschheit von diesem Wort keine Ahnung hatte, waren diese Menschen bereit, alles zu riskieren. Und mit ihnen brachten sie ihm nicht nur religiöses Wissen. Man sagt, wo immer diese Waldenser oder auch ihre Verwandten, die Albigenser auf der anderen Seite der Alpen, hingekommen sind, überall dort florierte plötzlich die Kunst. Plötzlich war der Ackerbau wieder auf einem höheren Level. Der ganze Lebensstandard wurde gehoben, dort, wo das Evangelium gepredigt wurde. Und kurze Zeit später kam dann meistens die Inquisition und es ging alles wieder bergab. So war es immer ein Auf und Ab, Auf und Ab. Diese Männer und Frauen haben nicht einfach nur für eine Bibelübersetzung gekämpft. Sie haben letztendlich für die abendländische Kultur, für menschliche Rechte gekämpft. Und hier finde ich etwas sehr Interessantes, möchte Ihnen das zeigen, aus einem Klassiker
der Reformationsgeschichte, wird uns berichtet, wie die Waldenser vorgegangen sind. Die sind nämlich nicht, wie gesagt, durch die Gegend gezogen und haben gesagt, hier sind wir und predigen euch das Evangelium. Es heißt, sie boten Seide, Schmucksachen und andere Gegenstände an, die zu jener Zeit nur von weit entfernten Märkten zu beziehen waren und wurden dort als Händler willkommen geheißen, wo sie als Missionare zurückgewiesen worden wären. Mit anderen Worten, sie sind also zu den Burgfräulein gegangen und haben gesagt, schauen Sie mal hier, arabische Seide, kostbares Gold. Leute haben gekauft. Und dann haben sie so gesprochen, nicht wahr, über Gott und die Welt. Und bei Gelegenheit haben sie dann das richtige Gold ausgepackt. Und hier ist was interessant. Das muss man verstehen. Denn wenn sie heute, okay, lassen Sie mich es anders erklären. Wenn alle diese Missionare als Händler unterwegs sind, nicht wahr? Was haben wohl die Leute gedacht, wer das sind? Händler, ganz genau, danke schön. Das ist besonders schwer, nicht wahr? Das heißt, die anderen haben sie als Händler wahrgenommen, richtig? Wenn die jetzt verfolgt worden sind, was würde wohl in den Inquisitionsprotokollen stehen? Da gibt es einige Geschäftsmänner und Händler, die komische Dinge verbreiten. Und stellen Sie sich vor, dann gibt es noch einen, der so ähnlich heißt wie der Waldenser, nämlich Petrus Waldus. Dann ist die ganze Sache perfekt. Die Waldenser sind die Anhänger eines Geschäftsmannes Petrus Waldus, der einfach einige neue Lehren verbreitet. Und es sind alles Geschäftsmänner, die, naja, von der Kirche abtrünnig geworden sind und deswegen zur Raison gebracht werden müssen. Kann man so nachlesen bei Google, Wikipedia. Das ist die offizielle Variante, wie sie heute gelehrt wird, was die Waldenser waren. Waren Geschäftsmänner, die auf diesen Mann, auf Petrus Waldus zurückgehen. Das passiert, wenn man halt einfach den Inquisitionsprotokollen folgt. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass Petrus Waldus jemand war, der so begeistert war von den Waldensern, dass er sich selbst Petrus Waldus genannt hat. Wir wissen von alten waldensischen Dokumenten, dass sie sehr, sehr viel älter waren und in Wirklichkeit Missionare waren. Und keine Händler. Aber nur so viel, dass auch die Informationen, die man heute bekommt über dieses Thema, durchaus unterschiedlich zu bewerten sind. Sie kamen zu Menschen, die allen Ernstes glaubten, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass ich mich nur oft genug schlagen muss oder geißeln muss oder Geld bezahlen muss, um irgendwie diesen zornigen Gott im Himmel zufriedenzustellen. Was hätten Sie wohl diesen Menschen gepredigt? Stellen Sie vor, Sie kommen zu einer Gruppe von Menschen, die gerade mit blutendem Rücken vor ihnen stehen und sagen, oh, ich hoffe, dass Maria vielleicht doch noch irgendwie durchkommt mit ihren Gebeten und Gott mir verzeiht. Was würden Sie sagen? Die Waldenser hatten ein Thema. Das war ihr Thema. Jesus. Jesus Christus. In einer Zeit, in der auch heute die allermeisten Menschen glauben, sie müssten irgendetwas tun, um irgendwie ihre Erlösung zu bekommen, sollten auch wir ein Thema haben. Jesus Christus. Und man kann sich das vorstellen, wie sie, wenn sie einmal vertraut gewesen sind mit einer Person, angefangen haben, diesen Glauben zu erklären. Wie sie vielleicht Verse wie diesen vorgelesen haben. Wenn wir am Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Vielleicht haben sie diesen Vers schon 100-mal gelesen. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben in Ihrem Leben noch niemals die Bibel gelesen. Zum allerersten Mal. Und vielleicht gibt es jemanden, der gerade zuschaut, für den das das erste oder zweite Mal ist. Und alles, was Sie bisher gedacht haben, ist, dass Gott ein zorniger Gott ist, den man irgendwie milde stimmen muss. Und Sie lesen zum ersten Mal in Ihrem Leben, dass das Blut Jesu uns reinigt von aller Sünde. Stellen Sie sich mal vor, was das ausgemacht hat. Was das ausgelöst hat. In diesen Menschen. Mir? Jesus hat mir vergeben? Vielleicht haben Sie Stellen wie diese vorgelesen. In Johannes 3, Vers 14, wo Sie die Geschichte berichten und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und Sie haben erklärt, dass Jesus am Kreuz von Golgatha erhöht worden ist. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Keine Geißelung, keine Kasteiung, keine Maria,
keine Heiligen. Nicht mal mein Geld ist notwendig. Ich muss glauben. Keine guten Taten. Keine christlichen Eltern. Nichts davon ist notwendig, damit Gott mich liebt. Gott liebt mich sowieso. Vielleicht geht es Ihnen heute wie jenen Menschen, die realisieren, ich war auch in der Finsternis. Als das Licht des Evangeliums hier und dort, im Geheimen, in kleinen Räumen, Universitätsbibliotheken, auf kleinen Marktplätzen verteilt worden ist, da hat es sich ausgebreitet. Die Waldenser haben gelehrt, dass man glauben muss, um Gott zu gefallen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und wenn sie ihr ganzes Leben damit verbracht haben, Geld anzuhäufen, um ihre Verwandten aus dem Fegefeuer rauszuholen, dann ist das fast zu viel, als dass man es ertragen kann. Glaube allein? Es stimmt, die Waldenser haben nicht alles so gesehen, wie wir heute vielleicht die Bibel verstehen würden. Aber für die Menschen damals in der Finsternis war diese Wahrheit so gewaltig, dass es wie ein helles Flutlicht geschehen hat. Vielmehr konnten sie fast gar nicht ertragen. Jesus hat mir vergeben. Und lieber Freund, liebe Freundin, lassen Sie uns ganz ehrlich sein. Vielleicht gibt es auch jemanden unter uns oder jemanden, der zuschaut, der vielleicht sich nicht selbst kasteit, der nicht keine Dornenkrone sich aufsetzt, der nicht vielleicht irgendwie Geld bezahlt, aber der trotzdem irgendwie versucht, durch eigene Kraft, durch eigene Werke, Gott gnädig zu stimmen. Das Gefühl hat, irgendwas muss doch funktionieren, damit er endlich mir gnädig ist. Lieber Freund, liebe Freundin, die Lektion der Waldenser ist, die wir heute lernen dürfen. Jesus vergibt mir, wenn ich es möchte. Ohne doppelten Boden, ohne Kleingedrucktes im Vertrag. Ohne Fußnote. Wenn ich ihm glaube, wenn ich meine Sünden bekenne und zu ihm direkt komme. Nicht zu einem Priester, der manchmal schlimmer war als die Sünden, die gebeichtet worden sind. Nicht zu einem toten Heiligenbild, sondern zu Jesus selbst. Die meisten Menschen haben damals gar nicht gewusst, dass man zu Jesus selbst beten kann. Ich weiß nicht, ob Sie, die Sie heute hier sind oder live zuschauen, wissen, dass man zu Jesus selbst beten kann. Vielleicht glauben Sie wirklich, Religion besteht darin, dass Sie zu Ihrem Pastor gehen, zu Ihrem Priester, zu Ihrem Guru, der Ihnen sagt, tu das, tu jenes, meditiere so oft, mach jenes, bete den Rosenkranz so oft, mach das. Wissen Sie, dass Sie zu Jesus kommen können? Dass Sie direkt zu Jesus beten können? Das Licht scheint in der Finsternis. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 haben diese Waldenser ihren Bibelstundenkontakten sozusagen weitergegeben und es ist in keinem anderen das Heil. Keine Notwendigkeit, die Heiligen anzubeten. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und wenn die Menschen das gehört haben, kann ich mir vorstellen, dass sie ganz oft gesagt haben, hey, kannst du das nochmal lesen? Das glaube ich nicht. Hast du dich verlesen? Lies es nochmal. Steht das wirklich da? Die Waldenser haben es nochmal vorgelesen. Ja, es steht wirklich da. Bist du dir ganz sicher? Lies es nochmal vor. Ja, es steht da wirklich. Kann ich selbst lesen? Ja, komm, schau hier, da steht's. Jesus vergibt dir, wenn du an ihn glaubst. Ist das wirklich wahr? Er meint auch mich damit? Jesus kann über mich lächeln? Er kann mein Heiland sein? Nicht der zornige Gott? Das ist möglich? Ja. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Denn all diese Selbstkasteiung, dieses Geld bezahlen, all diese Dinge, die der Mensch erfindet, sind ja alles nur Dinge, um etwas ruhig zu stellen. Was soll ruhig gestellt werden? Das Gewissen, das immer wieder anklagt. Man versucht, das Gewissen zu dämpfen, zu besänftigen, irgendwie es auf die rechte Spur zu bringen. Aber es funktioniert nicht. Jesus ist der Einzige, der sagt, kommt her, ich will euch Ruhe geben.
Gibt es heute etwas in deinem Gewissen, was dir keine Ruhe lässt? Einen finsteren Fleck in deinem Herzen? Eine Sache, wo du versuchst, das aus eigener Kraft es wegzubekommen und es klappt irgendwie nicht? Lux lucet in tenebras. Jesus sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Über 1000 Jahre haben die Waldenser diese Wahrheit gepredigt. Über 1000 Jahre hinweg haben sich damit den Zorn der offiziellen Kirche zugesetzt. Denn diese Waldenser haben sich nicht nur zurückgezogen und die Wahrheit hochgehalten, sie haben eine Invasion gemacht in das Reich der Finsternis. Das Licht schien in die Finsternis hinein. Und damit haben sie sich natürlich, wem ausgesetzt? Oder was ausgesetzt? Dem Konflikt. Magna Conflictio. Im Grunde genommen, und das sehen wir schon im dritten Vortrag, und wir werden im Grunde genommen das immer wieder sehen, ist die gesamte Geschichte dieser Welt immer nur ein Konflikt von Wahrheit und Irrtum. Mal in den Bergen Italiens, mal auf den Inseln Schottlands, mal in Rom, mal dort. Wir werden noch viele andere Orte ansehen. Unter verschiedenen Umständen, verschiedenen Kulturen spielt sich immer derselbe Konflikt ab. Und am allermeisten in meinem und in deinem Herzen. Die Waldenser wurden für freiwillig erklärt. Und wie oft mussten sie in diesem Jahrtausend aus ihren Dörfern fliehen, hoch in die Berge. Bevor wir hingefahren sind, habe ich ein Buch gelesen und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, ich würde Ihnen all die Geschichten erzählen, aber wir müssten dann die Jugendschutzbegrenzung für das Video hochsetzen. Was man mit den Waldensern alles gemacht hat, geht auf keine Kuhhaut. Es ist unfassbar. Aber dort wird oft beschrieben, dass wenn dann so eine römische Armee hier so durch das Tal marschiert ist, wie Männer und Frauen ihre Ältesten, ihre Kinder auf ihre Schultern genommen haben und ohne Sessellift diese Berge hochgelaufen sind. Und das Bild hört hier auf, aber der Berg noch nicht. Auf der anderen Seite wieder runter. Oder wie über noch einen Berg. Nicht nur im Sommer, auch im Februar. Manche dieser Waldenser sind nicht gestorben durch feindliche Armeen, sondern durch Lawinen, die abgegangen sind. Es war ein furchtbarer Kampf. Einer von ihnen, der es besonders arg mit ihnen meinte, war dieser Mann hier. Sein Name ist Innozent. Weiß jemand, was Innozent heißt? Der Unschuldige. Innozent der Achte. 1487 hat er sich mal wieder zum Ziel gesetzt, einen Kreuzzug anzuzetteln gegen jene Waldenser. Und er hat ein besonders interessantes Argument gehabt. Er hat gesagt, diese Waldenser müssen satanisch sein, aus einem Grund. Erstens, sie predigen Irrlehre, weil es weicht ja ab von der römischen Interpretation. Zweitens, sie haben so einen heiligen Charakter. Sie machen keine Aufruhre, sie sind immer freundlich, nett, höflich, liebevoll, sind die besten Bürger im Staat, haben Nächstenliebe. Aber dass sie die Irrlehre predigen, müssten sie ja eigentlich einen falschen Charakter haben. Dass sie den aber nicht haben, ist das Beweis, dass Dämonen sie besessen haben. Das war so die Argumentation. Weil ein normaler Mensch kann ja keinen Irrtum predigen und gleichzeitig einen göttlichen Charakter haben, nicht wahr? Das war die Argumentation. Und so hat man den Kreuzzug ins Leben gerufen. Und man hat ihnen viel angetan. Weil Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Ich möchte persönlich nicht in der Haut von ihm oder anderen stecken am jüngsten Tag. Es heißt hier, diese Bulle, die gegen die Waldenser zum Kreuzzug aufrief, sie entband alle, die an dem Kreuzzug teilnahmen, von sämtlichen geleisteten Eiden. Stellen Sie mal vor, Sie haben jemand versprochen, ich bezahle dir 10.000 Euro zurück oder ich was auch immer. Und jetzt hören Sie, hey, wenn du mitkämpfst gegen die Waldenser, bist du frei davon. Sie legitimierte deren Anspruch auf jedes Eigentum, das sie unrechtmäßig erworben hatten. Also wenn ich gerade ein Haus gestohlen habe und ich eigentlich vor Gericht stehen müsste, wenn ich jetzt teilnehme am Kreuzzug gegen die Waldenser, gehört das Haus mir. Ist doch super, oder? Jetzt raten Sie mal, welche Menschen werden wohl vor allem an diesem Kreuzzug teilgenommen haben? Verbrecher und Kriminelle. Und das ist auch der Grund, warum diese Kreuzzüge meistens so brutal waren. Weil allein schon die Art und Weise, wie dafür Soldaten geworben waren, dafür gesorgt hat, dass die schlimmsten aller Verbrecher daran teilgenommen haben. Das war quasi im System drin. Und das sind die Gründe, warum das oftmals so abging.
Und natürlich versprach er den Erlass aller ihrer Sünden, auch die einen Ketzer getötet zu haben. An manchen Stellen sieht man heute nur noch Fundamente, Überreste. Viele Dörfer sind niedergebrannt worden. Und wenn diese Täler, diese Talmulden, diese Höhlen reden könnten, ich glaube, es würde uns das Herz brechen, was die uns alles erzählen würden. Was sich dort auf jenen Feldern alles abgespielt hat. Wie gesagt, wir lassen es lieber. Tausend Jahre lang haben diese Menschen im Zentrum Europas das Licht leuchten lassen. Und nach ungefähr 1000 Jahren haben sie gehört, es gibt dort Menschen in Zentraleuropa, Böhmen, Deutschland, Schweiz, Frankreich, die haben angefangen, das Gleiche zu glauben wie wir. Nach 1000 Jahren haben sie gehört, es gibt größere organisierte Gruppen, die nennen sich Reformation. An diesem Ort hier, auf dieser Wiese, ist Anfang des 16. Jahrhunderts ein Vertrag geschlossen worden zwischen den französischen Reformatoren und den Schweizer Reformatoren und den Waldensern. Der Ort heißt Champferin. Es steht heute eine Säule. Hier an diesem Ort haben die Waldenser, die aus dem tausendjährigen finsteren Mittelalter kamen, das neue Licht der Reformation begrüßt und haben den Staffelstab übergeben sozusagen. Sie haben als Geschenk an die Reformation die Bibelübersetzung ins Französische bewerkstelligt. Es hat 1000 Jahre gedauert, bis sie Frucht gesehen haben. Wie oft sagen wir zu Gott, Gott, ich habe so lange gebetet. Schon 10-mal habe ich gebetet, du hast mein Gebet nicht gehört. Seit 5 Jahren wünsche ich mir das. Ich glaube, wir haben was zu lernen von den Waldensern. 1000 Jahre Arbeit ohne scheinbaren Erfolg. Und es stimmt, es gab Zeiten, da ist ihnen der Glaube fast verloren gegangen. Die Knie waren zu weich. Und immer dann hat Gott eingegriffen und hat sie neu ermutigt, sodass sie den Staffelstab weitergeben konnten. 1000 Jahre, dann kam die Frucht. Und die Reformation hat diesen Samen aufgegriffen. Sie haben das erlebt, was auch Johannes erlebt hat auf der Insel Patmos, als er sagt, ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Auch sie waren Mitteilhaber der Bedrängnis wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses Jesu. Bevor wir heute schließen, möchte ich Ihnen noch einen Mann vorstellen. Denn nachdem wir jetzt gesehen haben, was im Untergrund passiert ist, während des finsteren Mittelalters, wollen wir heute noch einen Mann kennenlernen, der Erste war, der nicht im Untergrund gearbeitet hat, sondern sich hingestellt hat, öffentlich ins Scheinwerferlicht der Geschichte und plötzlich Licht geworden ist. Weil er der Erste war, ohne Vorläufer, ohne jemand, der vor ihm gewesen ist, nennt man ihn den Morgenstern. Und vielleicht wissen Sie schon, von wem die Rede ist. Zu jener Zeit, wie wir schon gerade angedeutet haben, mit Ausnahme der Waldenser, gab es die Bibel nur in Latein oder halt in den Ursprachen, in Hebräisch und Griechisch. Fast niemand konnte die Bibel lesen. Und es war Zeit für eine Reform. Gerade dann, als diese Abspaltung auf den 7 Hügeln in Rom, diese römische Kirche, ihre größte Machtfülle bekommen hat im 13. Jahrhundert, als die Inquisition errichtet worden ist, dann war es im nächsten Jahrhundert, im 14. Jahrhundert, als Gott begann, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Es war im 14. Jahrhundert, dass ein Mann mit Namen John Wycliffe geboren worden ist. Hier in diesem Ort, und zwar in Hipswell, ganz genau, in Yorkshire. Und John Wycliffe war ein besonderer Mann. Ich weiß nicht, ob Sie jemals was von ihm gehört haben. Ein Mann, der mich ungemein fasziniert, weil er nicht einfach nur ein treuer Christ war, sondern ein brillanter Mann. Er war ausgebildet in Philosophie, in Kirchenrecht, in zivilem Recht. Er war einer der größten Gelehrten seiner Zeit. Er galt als ein intellektueller Führer. Er war nicht irgendjemand. Er war der Philosoph Englands. Einer der Juristen der Nation. John Wycliffe hatte gründlich studiert. Er war brillant. Und während des Studiums, weil er so ein Gelehrter war, hatte er als Gelehrter auch Zugang zu den lateinischen Bibelübersetzungen. Er war in Oxford, das damals schon eine berühmte Universität war, hat dort ein
Abschluss nach dem anderen gemacht und hat sich dann auch für Theologie interessiert. Und das ist so eine englische Bibel aus der Zeit. So etwas in der Richtung wird er gelesen haben. Und er hat angefangen zu lesen. Und genauso gründlich, wie er in scholastischer Philosophie war und genauso gründlich, wie er in Kirchenrecht war und genauso gründlich, wie er in zivilem Recht war, genauso gründlich war in seinem Studium der Bibel. Ich glaube, das ist auch eine Lektion für uns, dass wenn wir in den kleinen Dingen des Lebens treu sind und gründlich sind und sorgfältig sind, dann werden wir auch im Lesen der Bibel gründlich und sorgfältig sein. Niemand hat was davon gewonnen, wenn er die Bibel aufmacht und sagt, naja, was will Gott mir heute sagen? Die Reformation fußte auf Menschen, die gründlich waren in ihrem Studium. Er ging mit einer Gründlichkeit heran und als er die Bibel gründlich studierte, im Lateinischen, entdeckte er den Erlösungsplan. Etwas, was er in Oxford auf der Universität nicht gelernt hatte. Er entdeckte das, was auch die Waldenser schon wussten, von denen er aber keine Ahnung hatte. Er entdeckte ganz alleine, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und dass der Erlösungsplan ganz einfach ist und ganz anders, als er in der Staatskirche gelehrt wird. Hier haben wir Wycliffe. Und Wycliffe hat nicht nur das Evangelium wiederentdeckt, er hat einige sehr starke Positionen eingenommen gegen die Staatskirche. Als erstes hat er dagegen protestiert, dass England Tribut zahlen sollte nach Rom. Zu der damaligen Zeit war es gang und gäbe, dass die Könige und Kaiser nach Rom Tribut gezahlt haben. Sie haben aber nie was dafür bekommen. Haben wir nur gegeben. Und als Jurist und als Philosoph und als Theologe und als bekehrter Mann hat sich Wycliffe gesagt, hey, Moment mal. Warum sollen wir immer nur geben, ohne dass wir was dafür bekommen? Macht doch keinen Sinn. Und er hat das öffentlich gepredigt. Raten Sie mal, wer da besonders begeistert von war. Der König, ganz genau. Wycliffe hat sein Leben lang gute Beziehungen zum Königshaus gehabt. Und zu Recht, ich meine, das ist ja auch eine ganz berechtigte Sache. Eine zweite Position, die er stark eingenommen hat, war gegen das System der Mönche. Ein Jahrhundert vorher waren die sogenannten Bettelmönchorden entstanden. Die Dominikaner, die Franziskaner, die Karmeliten und einige andere. Und während in den Jahrhunderten vorher Mönche einfach irgendwo abgeschieden gelebt haben, haben diese Mönchsorden nun folgendes System gehabt. Sie sind durch die Straßen gegangen und haben gebettelt. Haben den ganzen Tag nichts Sinnvolles gemacht, haben einfach vom Leben der anderen gelebt. Das an sich wäre schon schlimm genug gewesen. Aber um ihre Macht zu vergrößern, brauchten sie mehr Mönche. Und so haben sie die Jugendlichen gelockt und gesagt, werdet doch auch Bettelmönche. Braucht keinen Beruf lernen, braucht ja nicht anstrengen, ihr lebt vom Geld der anderen. Nicht wahr? Leben im Kloster, lasst uns gut gehen, beten ein bisschen. Kommt. Und immer mehr Jugendliche sind Bettelmönche geworden. Die Bettelmönche hatten sogar ihre Männer in den Universitäten und haben Leute aus den Universitäten abgezogen, damit die kein Studium dann abschließen, sondern einfach Bettelmönch werden. Und dieses System ist natürlich nicht einfach nur für das Leben der betreffenden Person eine Katastrophe, sondern auch für die ganze Wirtschaft. Denn wenn die Menschen arbeiten und ständig noch eine ganze Reihe von Bettelmönchen unterhalten müssen, die aber nichts arbeiten, dann muss man nicht Wirtschaft studiert haben, dass das irgendwann sich schlecht ausgeht. Das ging so weit, dass die Menschen zu jener Zeit ihre Kinder nicht mehr auf die Universitäten geschickt haben, weil sie Angst hatten, dass auf den Universitäten die Kinder zu Bettelmönchen werden. Und wenn die Kinder nicht mehr auf die Universitäten gegangen sind und auf die Schulen, dann ist die ganze Bildung des Landes bergab gegangen. Und Wycliffe war ein brillanter Mann, er hat das gesehen. Und er hatte nicht einfach nur eine Reform vorgeschlagen. Es gab vor ihm einige Leute, die gesagt haben, ah, wir müssen die Bettelmönchorden reformieren, wir müssen da was an ihrer Satzung ändern, nicht wahr? An ihren Mönchsregeln. Wycliffe hat gesagt, weg mit den Orden. Weg mit den Mönchen. Wir brauchen sie nicht. Und das hat ihn natürlich hineingebracht in einen Magna Conflictio. Einen großen Konflikt. Was ist passiert? Die Mönchsorden haben natürlich gegengesteuert und haben gesagt, ne, Moment mal, was wir machen, ist genau das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat auch nichts gearbeitet, nicht wahr? Jesus hat auch nur vom Geld der anderen gelebt. Was jetzt passiert ist, war interessant. Die Leute haben gesagt, wirklich? Das haben wir noch gar nicht gehört. Und Menschen haben angefangen, die Bibel zu lesen, ob das auch stimmt. Und das war natürlich gar nicht geplant. Als die Menschen jetzt plötzlich die Bibel gelesen haben, haben sie gesehen, dass Jesus eben nicht ein Bettelmönch war, der einfach sich gut hat gehen lassen und vom Geld der anderen gelebt hat, sondern dass Jesus jemand war, der das Evangelium gepredigt hat und was er alles getan hat, nicht wahr? Und dass das ein gewaltiger Unterschied war zu dem, was die Bettelmönche gemacht haben. Also diese Strategie ist schon mal nicht aufgegangen. Und naja, 1373 wurde dann Wycliffe als königlicher Gesandter nach Brügge, was damals zu den Niederlanden gehörte, gesandt,
um dort vor den Abgesandten des Papstes die Anliegen der britischen Krone zu verteidigen. Das war kein kleiner Mann. Er war Abgesandter des Königs und hat die britische Krone verteidigt in den Niederlanden vor französischen, spanischen, italienischen und anderen Gesandten des Papstes. Und als er dort 2 Jahre war und die Verhandlungen miterlebt hat, die Diplomatie, hat er erst richtig Einblick bekommen in die ganze Kirchenstruktur. Das ist ja oft so, wenn man erstmal vor Ort gewesen ist und ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann weiß man erst richtig, womit man zu tun hat. Als er nach 2 Jahren zurückkehrt, weiß er jetzt ganz genau, wie das System dort in der römischen Kirche funktioniert. Und er entscheidet sich noch klarer, noch deutlicher, nicht nur das Evangelium zu predigen, sondern auch die Menschen zu warnen vor Rom. Das ist interessant, wir werden das bei allen Reformatoren sehen. Alle Reformatoren haben nicht einfach nur die Wahrheit gepredigt, sie haben ganz deutlich, liebevoll, aber manchmal sehr, sehr deutlich, den Menschen gesagt, hütet euch vor dem römischen System. Es ist eine Veränderung der Wahrheit, wie wir heute im ersten Vortrag gesehen haben. Als er zurückkam, hier noch ein Zitat von ihm, das er dann im Laufe dieser Verhandlung entdeckt hat, wie sehr die englische Nation Schaden nimmt von diesem Tributsystem. Sie entziehen unserem Land den Lebensunterhalt der Armen und viele tausend Mark pro Jahr von des Königs Geld für Sakramente und geistliche Dinge, was die verfluchte Ketzerei der Simonie ist. Simon, das war dieser Simon Magos, der für Geld, nicht wahr, geistliche Dinge kaufen wollte. Und sie bewegen das Christentum dazu, diese Heresie gut zu heißen und zu unterstützen, sagt er. Und jetzt macht er einen tollen Vergleich. Er sagt, und gewiss, auch wenn unser Reich einen ungeheuren Berg von Gold hätte und keiner davon nehme als nur dieser hochmütige, weltliche Priesterkassierer, würde im Laufe der Zeit dieser Berg verzehrt werden, denn er zieht alles Geld aus unserem Lande und gibt nichts dafür zurück als Gottes Fluch für seine Simonie. Ich finde es interessant, dass dieser Reformator nicht einfach nur sich um Religion gekümmert hat, um Theologie, sondern auch um die Wirtschaft des Landes. Und wir leben in einer Zeit, in der wir mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, wo Staaten einfach nur noch Schulden bedienen müssen, nicht wahr? Und zahlen und zahlen und zahlen und irgendwie weiß keiner so richtig, warum eigentlich, nicht wahr? Alle Staaten haben Schulden, nicht wahr? Jetzt will ich nicht einen Vortrag halten über moderne Schuldentheorie, aber so ein bisschen erinnert mich das daran. Und das zeigt, dass jemand, der die Bibel verteidigt und für den Glauben einsteht, auch ein gesundes Maß an Kenntnis haben sollte, was so die gewöhnlichen Dinge des Lebens sind. Vor allem, wenn alles so gründlich daneben läuft, wie es auch bei uns zurzeit der Fall ist. Nun, als er zurückkam aus den Niederlanden, hat ihm der König von England, eine Gemeinde geschenkt, die er jetzt betreuen sollte. Und diese Gemeinde stand in, Achtung, aufpassen, Lutterworth. Hatte das Vorrecht, auch dort zu sein, 2010. Das ist die Kirche, in der er jetzt bis zum Ende seines Lebens gewirkt hat. Ganz beeindruckende Kirche und sehr interessanter Ort. Ist gar nicht so weit, eine halbe Autostunde westlich von Birmingham in Westmittelengland. Und dort sitze ich tatsächlich auf dem Stuhl des Wycliffe. Das ist der Originalstuhl von Wycliffe. Also etliche Jahrhunderte alt und habe gerade was gelesen über ihn. War sehr ein erhebendes Gefühl. Wie auch immer. Dann ist Folgendes passiert. Einige Jahre später, 1377, ist der König Edward III. Gestorben. Der Nachfolger Richard II. War erst 10 Jahre alt. Und ein 10-Jähriger kann schlecht über ein Königreich regieren. Also hat man den Onkel des 10-jährigen Königs, John of Gaunt, zum Interimsregenten quasi bestellt. Er hat so, naja, er war nicht mal offiziell bestellt dazu, er hat quasi im Hintergrund so die Fäden gezogen. Das war deswegen vorteilhaft, weil John of Gaunt der Beschützer von Wycliffe bis dahin gewesen war. Das heißt, gerade in diesem Zeitpunkt, wo Wycliffe zurückkommt und das Werk der Reform beginnen möchte mit aller Vollmacht, wirkt Gott so, dass sein Beschützer quasi die königliche Herrschaft in England übernimmt. Sehr interessant. Da haben wir Edward III. Und da John of Gaunt. Und oftmals ist es so gewesen, wir werden es auch später sehen, dass Gott nicht nur Reformatoren brauchte, er brauchte auch treue Politiker und Staatsmänner, die ihre schützende Hand über die Reformatoren gehalten haben. Ja. Sehr, sehr interessant. Und der Magno Conflictio kam auch in sein Leben. Da haben wir einen anderen Papst. Sein Name ist Gregor der XI. Und er hat sich das angehört, was Wycliffe da aus Lutterworth gepredigt hat und in Traktaten in England verbreitet hat und hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Er hat eine Bulle gesandt. Ich weiß, wenn man das Wort Bulle hört, dann weiß man schon. Verbot, Heresie. Und naja, die Chancen standen schlecht für Wycliffe.
Am 22. Mai 1377 erlässt Papst Gregor der 11. diese Bullen gegen Wycliffe und sagt, das ist heretisch, das darfst du nicht predigen, das ist verkehrt, wenn du nicht widerrufst, dann haben wir einen Scheiterhaufen für dich. Was soll er machen? Das Interessante ist, dass Gott, der gesagt hat, schon zu Abraham, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, auch zu diesem Zeitpunkt ein Schild war. Wissen Sie, was passiert ist? Jemand ist tatsächlich gestorben, aber nicht Wycliffe. Nicht mal ein Jahr später ist derselbe Papst gestorben. Papst Gregor stirbt am 26. März und das Problem war erstmal wieder aus der Welt. Und noch interessanter war, dass als der stirbt, etwas passiert, was nicht besser hätte passieren können für die Reformation. Bei der Wahl können sich die gekommenen Kurienkardinäle nicht einigen. Das ist noch hier der alte Papst. Und sie wählen zwei Päpste. Einmal Urban den, Moment, 6. und Clemens den 7. Und diese beiden Päpste, die beide natürlich jetzt unfehlbar waren und beide ihre Anhänger hatten und beide ihre Armeen, hatten jetzt keine Zeit mehr, sich um einen Prediger in England zu kümmern. Die mussten jetzt sehen, dass sie ihre eigenen Freunde verteidigen. Und während jetzt ganz Europa in einen Krieg geriet zwischen diesen beiden Gegenpäpsten, die sich gegenseitig ausgeschlossen haben, das, was hier begann, war die große abendländische Kirchenspaltung. Just in diesem Moment, wo Wycliffe beginnt mit der Reformation. Interessant, nicht wahr? Nicht Wycliffe hat die Kirche gespalten. Die Kirche hat sich selbst gespalten. Und Wycliffe hat das kommentiert. Er war in aller Ruhe jetzt und konnte ungestört dort arbeiten und seine Reformation voranbringen. Dort in Lutterworth, ganz öffentlich. Und er sagt dann Folgendes, wie er das kommentiert, finde ich einfach grandios. Er sagt, Gott wollte nicht mehr, dass der Feind nur in einem einzigen Priester herrschte, sondern machte eine Spaltung zwischen zweien, sodass Menschen in Christi Namen leichter beide sollten überwinden können. Nicht wahr? Hat schon der alte Cäsar gesagt, teile und herrsche, nicht wahr? Gott teilt die Macht des Papsttums, damit es dem Wycliffe leichter fiel und den Reformatoren in diesem Anfangsstadium der Reformation Fuß zu fassen. Sehr, sehr interessant, wie Gott das geführt hat. Und Wycliffe hat schnell erkannt, dass er alleine nicht ausreicht. England ist ein großes Land. So hat er Menschen ausgebildet, junge Prediger, die er ausgesandt hat in alle Himmelsrichtungen. Weiß jemand, wie man sie genannt hat? Das waren die sogenannten Lollarden. Manche nennen sie auch die Wycliffiten. In jedem Fall ein schweres Wort. Die Lollarden. Und sie sind ausgesandt worden und haben sein Werk oder seine Thesen verbreitet. Er hat auch weiterhin in Oxford unterrichtet. Er war Professor dort und Doktor. Und er hat in seinen Vorlesungen so viel über die Bibel gepredigt, dass die Studenten ihn The Gospel Doctor genannt haben. Den Evangeliumsdoktor. Ich weiß nicht, wer von uns in seinem Beruf so viel von der Bibel redet, dass man uns den Evangeliumsdoktor nennen könnte. Den Evangeliumshandwerker, den Evangeliumsfriseur, die Evangeliumskrankenschwester. Ja? Er war Dozent dort und hat das geschafft, weil er einfach nicht lassen konnte von diesem Buch, das ihn so sehr begeistert hat. Und ihm war bewusst, dass wenn er wirklich diese Reformation, die er anstrebte, zurück zur Wahrheit der Bibel in England Fuß fassen lassen wollte, dann reichte es nicht, wenn er alleine das predigt, sondern die Menschen bräuchten die Bibel in ihrer eigenen Sprache. Und so kündigt er in einem Werk mit dem Titel The Truth and Meaning of Scripture an, er würde die Bibel gern übersetzen wollen. Er druckt das und sagt, ich werde es jetzt bald anfangen. Und just in jedem Moment passiert es. Er wird schwer krank. Ihn trifft eine so schwere Krankheit, dass er auf seinem Sterbebett liegt. Und es ist, glaube ich, oft der Fall, dass gerade dann, wenn wir gewaltige Reformationsschritte vorangehen wollen, in unserem Leben vielleicht auch, dass Satan besonders aktiv wird. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben einen Punkt, lieber Freund, liebe Freundin, lieber Zuschauer, wo du sagst, ich muss jetzt etwas angehen, ich muss den nächsten Schritt gehen auf Gott zu, was auch immer es auch sei. Und just in dem Moment schlägt der Satan zu. Wycliffe wurde schwer krank. Er lag im Sterben und die Mönche kamen, haben ihre Chance gesehen und sind zu ihm hin und haben gesagt, Dr. Wycliffe, du liegst im Sterben, jetzt ist deine Gelegenheit. Widerrufe all das, was du gesagt hast. Und haben ihn eingeredet und ihn bearbeitet und gemacht und getan. Wycliffe, der schon ziemlich alt geworden war durch die viele Arbeit, hat sich alles ruhig angehört, kein Wort gesagt. Nachdem sie dann fertig waren mit ihren Anliegen, hat er gesagt, könnt ihr mich bitte gerade aufrichten? Die Mönche haben ihn genommen, okay, haben ihn gerade aufgerichtet. Und dann hat er mit einer Donnerstimme gesagt,
Ich werde nicht sterben, sondern leben und weiterhin die bösen Taten der Mönche verkünden. Wumms. Die Mönche sind geflohen. Und er hat recht gehabt. Gott hat ihn geheilt und er hat gelebt und hat in Lutterworth sich an die Arbeit gemacht und hat die Bibel angefangen zu übersetzen, Zeile für Zeile, Kapitel für Kapitel, Buch für Buch. Hier eine Originalhandschrift von ihm. Das ist der Beginn von Johannes, was man sehen kann, in the beginning. Das Englische ist ein bisschen älter als heute. Hier habe ich einen selbst fotografiert in seiner Kirche, eine moderne Abschrift. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen lesen kann hier. Hier ist Johannes 3, Vers 16. For God loved, Moment, ich muss es hier schauen. Genau, for God loved us so the world that he gave his own begotten son, that each man that believeth in him perish not, but has everlasting life. Klingt fast so wie das normale Englisch, was wir kennen, nicht wahr? Ist interessant, dass das damalige Englisch war viel näher am Deutschen. Zum Beispiel das Wort für Fleisch ist im Englischen Flesh. Dort hieß es Fleisch. Fleisch. Also wenn Amerikaner glauben mir immer nicht, dass die englische Sprache eigentlich germanischen Ursprungs ist. Und die denken mir, es ist romanisch. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann sage ich ihnen mal, lest mal die Bibel von Wycliffe. Die Tatsache war, als ich dort in England war, mit englischen Freunden, die Engländer haben weniger davon verstanden als ich. An manchen Stellen. Weil es mehr Deutsch manchmal war als Englisch. Naja, wie auch immer. Und als das Werk dann zu Ende war und die ganze Bibel halt im 14. Jahrhundert Englisch vorlag, hat er sie verbreitet. Damals gab es noch keinen Buchdruck. Das heißt, jede Bibel musste abgeschrieben werden. Und ich weiß nicht, wenn Sie schon mal eine Bibel in der Hand gehabt haben, werden Sie wissen, das sind nicht nur drei Bücher, das sind 66 Bücher, manche von denen haben 66 Kapitel und mehr. Das ist eine Heidenarbeit. Aber nur sprichwörtlich, nicht buchstäblich, um das abzuschreiben. Und das war der Grund, warum Bibeln damals sehr, sehr teuer waren. Oftmals haben sich Familien zusammengeschlossen und gesagt, okay, wir kaufen 1. bis 5. Mose und ihr kauft dann, nicht wahr, Psalmen und Hiob und das und ihr kauft vielleicht die Propheten und ihr kauft die Evangelien und du kaufst die Offenbarung und die Paulusbriefe. Und dann treffen wir uns gemeinsam und lesen und studieren gemeinsam. Das war noch Zeit, nicht wahr? Heute haben wir unsere Bibel im Schrank, auf dem iPhone, im Computer, da, hier, überall. Aber lesen wir sie? Diese Menschen haben damals so viel investiert, um eine Bibel oder wenigstens eine Portion der Bibel in ihrer Hand zu halten. Würdest du dich freuen, wenn du nur den 1. Johannesbrief hättest? Für die Menschen war das damals der größte Schatz auf Erden. Die haben Gehälter hingelegt, für die könnte man sich sonst was kaufen. Nur um vielleicht den 1. Johannesbrief oder den Judasbrief oder vielleicht nur ein paar Psalmen zu haben, um selbst zu lesen, was Gott geschrieben hat. So sehr haben sie das wertgeschätzt. Und wiederum sind Menschen ausgegangen, Lolladen, und haben die Botschaft verbreitet und haben Bibeln verbreitet, soweit es eben möglich war. Das Kuriose an der Situation war, bis dahin gab es in England kein Bibelverbot, weil es ja noch niemals eine englische Bibel gegeben hatte. Und es gab ein kleines Zeitfenster, nämlich die römische Kirche musste erstmal realisieren, Moment mal, da gibt es eine englische Bibelübersetzung, und bevor das in Rom ankam und man beschlossen hatte, das zu verbieten und das wieder nach England zurückging, gab es ein Zeitfenster, wo man völlig ungehindert englische Bibeln verteilen konnte. Kurze Zeit später gab es ein Bibelverbot, dann war es schwierig, man musste es im Untergrund machen. Aber für einen kurzen Zeitpunkt gab es die Möglichkeit, das Wort Gottes wie ein Waldbrand zu verbreiten. Und natürlich hat das den Konflikt angeschürt. Dreimal ist Wycliffe vorgeladen worden. Zuerst vor eine Synode von Bischöfen. Diese Bischöfe hatten es bereits geschafft, den jungen König, der jetzt selbst regiert hat, Richard II., auf seine Seite zu ziehen. Und haben gesagt, deine Schriften sind heretisch, widerrufe oder du wirst, nicht wahr, verbrannt. Und Wycliffe hat gesagt, Moment mal, ich appelliere an das Parlament, ich möchte vom Parlament sprechen. Dann ist er vor das Parlament vorgeladen worden, hat vor dem Parlament eine Rede gehalten, dass den Bischöfen schlecht geworden ist. Und das Parlament hat gesagt, selbst wenn der König sagt, dass Wycliffe falsch liegt, wir sprechen ihn frei. Und dann wurde er vor das höchste kirchliche Tribunal, das direkt dem Papst unterstellt war, in England vorgeladen. Und hier gab es keine Chance. Als das bekannt war, dass er vor dieses Tribunal, vor das höchste kirchliche Tribunal ganz Englands vorgeladen wird,
haben viele seiner Freunde gesagt, hey, man muss wissen sozusagen, wann der Kampf zu Ende ist. Jetzt gib einfach auf und jetzt, du bist weit gekommen, nicht wahr? Die meisten seiner Freunde hatten bereits aufgegeben und hatten sich ergeben. Und so war man sich sicher, dass jetzt Wycliffe auf jeden Fall auch, ich meine, als alter Mann, was soll er noch machen, nicht wahr? Und er ist dorthin gekommen und hat eine Rede gehalten, wie sie wahrscheinlich vorher und hinterher an diesem Ort nicht mehr gehalten worden ist. Er hat in seiner Rede die Menschen dazu aufgefordert zu bedenken, dass sie vor dem himmlischen Gericht stehen. Hat sich nicht mal darum gesorgt, wer da König, Kaiser, Gesandter des Papstes ist. Hat sie in seiner Rede vor den König des Universums gerufen und ihre Taten verglichen mit der Bibel. Völlig kompromisslos. Freundlich, aber super direkt. Am Ende ruft er aus, mit wem glaubt ihr, dass ihr streitet? Mit einem alten Mann am Rande des Grabes? Nein, mit der Wahrheit, die stärker ist als ihr und die euch überwinden wird. Und die Geschichtshistoriker sagen uns, als er es gesagt hat, ist einfach gegangen. Er ist von seinem Pult gegangen und niemand hat es gewagt, ihn aufzuhalten. Ist einfach gegangen. Einfach gegangen. Und alle standen da. Das Wort Gottes hat gewaltige Kraft. Er hat am Ende seines Lebens eine Einladung bekommen, nach Rom zu gehen, sich in Rom zu verantworten. Aber er war zu alt. Er konnte die Reise nicht mehr machen. So hat er einen Brief geschrieben an den Papst und sich verteidigt im Brief. Und ich möchte ihn noch ganz kurz gegen Ende ein paar Zeilen vorlesen. Ich weiß nicht, was Sie an den Papst schreiben würden, wenn Sie einen Brief an den Papst schreiben würden. Hier ist, was Wycliffe geschrieben hat. Ich halte dafür, dass der Bischof von Rom, da er der Stellvertreter Christi auf Erden ist, vor allen anderen Menschen am meisten an das Gesetz des Evangeliums gebunden ist. Boom. Denn die Größe der Jünger bestand nicht in weltlicher Würde oder Ehre, sondern in der engen und genauen Nachfolge des Lebens und Wandels Christi. Kein aufrichtiger Mensch sollte dem Papst noch irgendeinem Heiligen nachfolgen, außer in den Punkten, in denen dieser Jesus Christus nachgefolgt ist. Denn Petrus, auf den man sich also oft beruft, und die Söhne des Zebedeus sündigten, als sie weltliche Ehre verlangten. Der Papst sollte allen irdischen Besitz und alle Herrschaft der weltlichen Macht überlassen und dazu seine ganze Geistlichkeit nachdrücklich bewegen und ermahnen. Denn so tat es Christus, besonders zu seinen Aposteln. Er schreibt einen Brief und sagt, lieber Papst, ganz freundlich, da du ja der Stellvertreter Christi auf Erden bist und dem Evangelium gehorchen musst, lade ich dich ein, bitte gib deinen ganzen weltlichen Besitz auf. Das, was er sagt. Der Papst sollte allen irdischen Besitz und alle Herrschaft der weltlichen Macht übergeben. Übergib deine ganze kaiserliche Macht den weltlichen Mächten. Ich kann mir vorstellen, wie der Papst geschäumt hat, als er es gelesen hat. Aber eine Sache, die besonders interessant ist im Leben von Wycliffe, ist, dass obwohl fast alle Reformatoren oder viele von ihnen einen Märtyrertod gestorben sind, Wycliffe nicht. Wycliffe ist ganz natürlich in seiner Kirche beim Abendmahl gestorben. Als alter Mann hat er beim Abendmahl einen Schlaganfall bekommen und ist in seiner Kirche im Säulengang gestorben. So als würde Gott es nicht erlauben, einem der Feinde sein Leben zu nehmen. Sehr interessant. Was können wir von Wycliffe lernen? Wycliffe war ein besonderer Mann. Er war, wie gesagt, jemand, der keinen Vorläufer hatte. Da war keiner, auf den er bauen konnte. Alles, was er entdeckt hatte, hatte er direkt aus der Bibel. Da war keine Schrift, die er vorher studiert hatte. Er kam direkt aus der Finsternis des Mittelalters und war plötzlich da. Aber was erstaunlich ist, dass kaum ein Reformator nach ihm, weder Huss, noch Luther, noch Wesley, noch wie sie alle heißen, ihn wirklich übertroffen hat, was die Gründlichkeit seines Evangeliumsverständnisses betraf. Ja, stimmt, die Reformation ist eine Abfolge und als ein Wachstum gewesen, aber Wycliffe war eigentlich schon fast am Ziel angelangt. Kaum ein anderer war in seiner Konsequenz, in seiner Gradlinigkeit, in seinem Bibelverständnis so tief verwurzelt wie Wycliffe. Wie ist das möglich ohne Lehrer, ohne Vorläufer, ohne jemanden, der einen darauf vorbereitet hat? Es kann nur die Bibel gewesen sein. Er hatte keinen Lehrer gehabt, keinen Vorreformator. Das Leben von Wycliffe, die Geschichtsdaten, die wir von ihm wissen, ist ein frappierender
schockierendes Zeugnis für die Kraft der Bibel, jemanden so umzuwandeln, der aus der Finsternis kommt und zu einem hellen, glänzenden Licht wird. Egal, woher du kommst, lieber Freund, liebe Freundin. Und wenn niemand vor dir dich gelehrt hat, vielleicht schaut jemand zu heute und sagt, ich habe keine christlichen Eltern, keinen Pastor, der mich in der Christenlehre unterwiesen hat, nichts, das ist quasi nur Finsternis. Lass dir gesagt sein, dieses Buch alleine, das aus diesem Wycliffe ein helles Licht, den Morgenstern der Reformation gemacht hat, dieses Buch vermag dich völlig umzugestalten. Denn wer die Bibel liest, wird umgestaltet. Wer die Bibel liest, bekommt Standhaftigkeit, Festigkeit, so wie Wycliffe. Selbst wenn alle anderen sagen, okay, jetzt ist es aus, zu sagen, ich stehe hier. Egal, wie die Konsequenzen sind. Das ist die Kraft der Bibel. Das ist keine menschliche Kraft. Das hat er nicht in der Philosophie gelernt, nicht im Kirchenrecht, nicht in all den anderen Dingen, die er studiert hat. Das hat er in der Bibel gelernt. Und es ist gut, viele andere Dinge zu studieren, aber eine Sache sollten wir studieren. Und die Frage, die wir heute Abend, mit der wir schließen wollen, ist, studierst du, lieber Freund, liebe Freundin, kennst du die Bibel? Wir haben heute eine lange Reise genommen. Wir haben gesehen, wie von der Urchristenheit es in die Finsternis hineinging und wie dann das Licht zu strahlen begann. Und der erste entscheidende Schritt des Lichtes war, dass die Bibel wieder ins Tageslicht kam, in die Sprache der Menschen. Die Bibel hat eine umwandelnde Kraft. In Psalm 119, Vers 130 heißt es, wem deine Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht. Gerade wer? Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht. Vielleicht sagst du, ich kenne mich in der Bibel nicht aus, habe sie noch nie gelesen, keiner hat mich unterwiesen. Macht nichts. Wycliffe hatte auch keinen Lehrer. Und Wycliffe hat mehr Verstand als die meisten Reformatoren nach ihm. Die Lehrer hatten. Allein die Bibel. Ich möchte dich, lieber Freund, liebe Freundin, lieber Zuschauer, ich möchte dich heute herausfordern, nimm die Bibel zur Hand, sei gründlich und lies sie einfach, Tag für Tag. Was wir aus der Geschichte lernen können, was wir aus der Reformation lernen können, ist die umwandelnde Kraft des Wortes Gottes. Als Wycliffe starb, sind seine Anhänger noch einige Zeit weiter gelaufen und haben die Botschaft verbreitet, aber bald sind sie in Gefängnisse geworfen worden. Hier ein typisches Lolladengefängnis. Wir sehen hier den Einfluss Englands ungefähr, von Wycliffe, ungefähr die Hälfte Englands, die damals bewohnt war, stand unter seinem Einfluss. Aber bald konnte Rom wieder seine Herrschaft erlangen über das Denken der Könige. Und dasselbe, was schon seit Jahrhunderten passiert ist, ist auch dieser Bewegung passiert. Das Interessanteste, und das damit schließen wir, ist, Wycliffe ist friedlich gestorben, wurde friedlich beigesetzt. Aber das hat in Rom einfach nicht so wirklich gepasst. Und so hat man Jahrzehnte später auf einem Konzil, von dem wir morgen noch mehr hören werden, in dem Konzil von Konstanz beschlossen, wir müssen irgendetwas noch tun, um diesen Wycliffe irgendwie zu demütigen. Und wenn es nur dazu bedeutet, dass wir seine Gebeine herausholen aus der Erde und aus dem Friedhof rauswerfen. Und so ist dort eine Delegation hin und hat dort den Friedhof aufgebuddelt. Das muss man sich mal vorstellen, nicht wahr? Ja? Hat nach den Gebeinen von Wycliffe, ich weiß nicht, was sie noch groß gefunden haben, wahrscheinlich war es nur noch Asche, und sie haben die Asche genommen und haben diese Asche in den Bach geworfen. Haben sich die Hände abgeschüttelt, sind nach Hause gegangen. Aber die Asche in dem Bach, die floss den Bach entlang. Und dieser Bach, der fließt in den Avon. Und der Avon, der fließt in die Severn. Und die Severn fließt in die Meerengen. Und die Meerengen fließen in die irische See und in den Ozean. So als ob die Asche, die letzten Übrigbleibsel des Wycliffe, sich in der ganzen Welt verstreut haben. Er war der Morgenstern der Reformation. Er war der Erste. Es war der erste Schritt. Lieber Freund, liebe Freundin, auch heute soll es dein erster Schritt sein, die Bibel kennenzulernen. Die Auswirkungen werden gewaltig sein. Morgen, wenn wir mehr erfahren über die Auswirkungen, die haben zu tun mit diesem Stein, und wenn Sie nicht wissen, nicht morgen, beim nächsten Vortrag, was es mit diesem Stein auf sich hat, sind Sie herzlich eingeladen, morgen Dienstag dabei zu sein. Die alten, antiken Wörter, wird 1000 Jahre in Höhlen abgeschrieben, von Leuten studiert, die aus der Finsternis kamen, die völlig verwandelt worden sind. Was bedeutet die Bibel heute für dich? Was wirst du tun, wenn du nach Hause gehst?
Was wirst du tun, wenn du den Computer ausschaltest? Nächsten Kanal einsetzen? Oder ist da Zeit in deinem Leben, mit diesem Buch sich zu beschäftigen? Dieses Buch, das Licht spricht in die Finsternis, sogar deines Herzens. Wer von uns möchte sich vornehmen, dieses Buch höher einzuschätzen als jemals zuvor und es zu lesen und zu studieren, dass Licht in unser Leben kommt? Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diesen Abend. Wir haben viel angeschaut und eines immer wieder gesehen. Ja, es gibt einen Konflikt. Es gibt einen Kampf. Und du hast niemals versprochen, dass nur Rosen unseren Weg betten werden. Aber eines ist ganz deutlich, du führst uns immer hindurch. Und so wie du mit unsichtbarer Hand die Lebensereignisse von Wycliffe und anderen geleitet hast, wie du sie bewahrt hast und ihnen Kraft gegeben hast in den Herausforderungen, wie du die Waldenser bewahrt hast über Jahrhunderte, so kannst du auch unser Leben bewahren. So kannst du in unser Leben Licht bringen durch dein Wort. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns Weisheit schenkst, dein Wort zu verstehen. Vielleicht gibt es niemanden, der uns unterrichtet. Niemanden, von dem wir lernen können. Aber dein Wort selbst hat die Kraft. Und wir wollen diese Schritte gehen. Wir wollen dein Wort gründlich studieren, um in diesem Magna-Konflikt, in diesem großen Kampf, diesem großen Konflikt, dieser gewaltigen Auseinandersetzung auf deiner Seite zu stehen und das Licht weiterzugeben, bis du kommst. Im Namen Jesu.